Geheimnis der deutschen Sprache. Guten Abend. In anderen Zeiten hätte ich gesagt, dass jetzt die Sperrstunde anfängt. Aber heute befinden wir uns trotz 20 Uhr in der Lage, auch freiwillig zu Hause zu bleiben. Und heute will ich einen besonderen Gast begrüßen, Timo. Guten Abend und willkommen zum Podcast. Guten Abend, David. Wollen wir die Gäste anderweitig vorstellen? Und ich habe einige Gäste gefragt, was hätten sie sich gewünscht, dass ein anderer Gast mitgefragt bekommt. Und Timo ist jetzt sozusagen dran. Ich hoffe, du kannst mit diesem Experiment gut umgehen. Und deswegen die erste Frage, welche, denn du jetzt denkst, zurzeit, also jetzt befinden wir uns in einem Zeitfenster, wo jetzt Tagesschau wäre, dass wir eventuell das jetzt anschauen würden. Du hörst immer wieder so diese pharmakologische, medizinische Fachbegriffe, also Wörter wie Quarantäne sind wieder im Trend. Und da du auch in diesem Bereich unterwegs akademisch bist, hältst du für möglich eine sprachliche Revolution als Folge von dieser Corona-Zeit? Halte ich eine sprachliche Revolution für möglich? In dem Sinne, dass die Menschen demnächst fachsprachlich besser geschult sind, sich mit der Fachsprache besser auskennen, einer Sprache, die sie sonst vielleicht nur von Arztbesuchen kennen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bürger besser Bescheid wissen über bestimmte medizinische Phänomene. Und sicherlich wird damit auch einhergehen, dass der Wortschatz der Bürger zumindest erweitert wird. Ob das von Dauer sein wird, wage ich jedoch zu bezweifeln. Ich denke, dass die Kompetenzen nur vorübergehend anhalten werden, solange uns eben die Pandemie und ihre Auswirkungen noch beschäftigen. Das könnte auch in Vergessenheit geraten. Und so wie manchmal die Fakten in Vergessenheit geraten, die Gefühle doch nicht. Und das wäre ein bisschen die erste Frage. Die nächste Frage: Kann man sich auf eine Fremdsprache verlieben? Kann man sich auf eine Fremdsprache verlieben? Das setzt voraus, dass Liebe vor allem über die Sprache ausgelöst wird. Ich würde das bezweifeln. Ich glaube, dass viele andere Faktoren beim sich Verlieben eine Rolle spielen, nonverbale Faktoren, und die Sprache nur ergänzend hinzukommt. Von daher, ja, man kann sich auf einer anderen Sprache verlieben, weil die Sprache vor allem ein Transportwerkzeug ist. Wie würdest du eine zauberhafte sprachliche Art bezeichnen und würdest du dich darunter einschließen? Das wäre die nächste Frage. Eine zauberhafte sprachliche Art, was meinst du damit genau? Das, inwieweit genau nutzt du diesen, wie du gesagt hast, das ist einfach ein Werkzeug, ein Transport, inwieweit nutzt du deine Kreativität mittels der Sprache? Zum Beispiel, das kennen wir von anderen Berufsgruppen, wie Journalisten, indem sie einfach so neue Wörter einbündeln. Wäre das auch in deinem Fall oder in deinem Alltag auch umsetzbar? Also ja, einerseits ist die Sprache Transportwerkzeug von Informationen, Ideen, aber natürlich geht die Sprachfunktion noch darüber hinaus. Also je nach Situation bin ich beim Sprachgebrauch sicherlich auch kreativer und manchmal brauchen Ideen eben auch, neue Ideen eben auch neue Ausdrücke und ja, sicherlich beteilige ich mich dann auch daran, solche Ausdrücke vielleicht mitzuerfinden oder zu verbreiten. Und wenn wir da näher eingehen, könntest du mir bzw. den Zuhörern ein schönes und ein peinliches Erlebnis, was mit der Sprache zu tun hat, in den letzten 7 Tagen näher erläutern?
Ein schönes und ein peinliches Erlebnis in den letzten Tagen. Da muss ich kurz nachdenken. Also tatsächlich ist mein Sprachgebrauch gegenwärtig doch stark mechanisiert, dadurch, dass man eben nicht über die üblichen Kanäle miteinander kommuniziert, also sprich von Angesicht zu Angesicht, sondern viel über ja, beispielsweise Zoom oder Teams. Beschränkt sich dann der Sprachgebrauch doch auf ja, seine pragmatische Funktion und dadurch fällt die spontane Kommunikation etwas weg. Mir fällt spontan wirklich nichts ein, was mich in irgendeiner Form in den letzten Tagen was mir sozusagen mit Blick auf die Sprache widerfahren wäre. Oder vielleicht etwas, das dich irgendwie herausgefordert hat, wenn du jetzt eine andere Fremdsprache lernst. Da war es so in der Richtung, die mit der Frage. Also ich kommuniziere in meinem beruflichen Alltag auch auf Fremdsprachen, unter anderem auf Spanisch. Und in der jetzigen Situation wurde ich eben vor die Herausforderung gestellt, neue Begriffe zu erlernen, ja, die zum Beispiel mit der Pandemie im Zusammenhang stehen. Und um eben weiterhin auf Spanisch kommunizieren zu können, musste ich mich da zunächst schlau machen. Zu einer peinlichen Situation ist es hier aber tatsächlich nicht gekommen. Es ist dann interessant, manchmal zu hören, wie bestimmte Dinge ausgedrückt werden, wie bestimmte Konzepte mit Blick auf die Pandemie in anderen Sprachen verbalisiert werden. Im Endeffekt, so diese Reihenfolge von Fragen werden zwar nicht in der Prüfung vorgestellt, aber damit wollte ich mit dieser Übung ausdrücken, dass Spontanität sehr wichtig ist und so wie einem Muttersprachler wie jetzt Timo damit konfrontiert worden ist, so ist jeder Lernende für dieses Zertifikat auch darauf, muss ich darauf einstellen, dass solche, sage ich mal, ganz verkehrte oder ganz plötzlich aufgetretene Themen auch auftauchen. Also das heißt, übt das für den Alltag, diese Spontanität. Diese Übung hast du vorrangig bestanden. Und jetzt wollte ich kurz fragen, wenn du die deutsche Sprache mit einem Wort beschreiben würdest, welche wäre die? Mit einem Wort. Vielfältig. Perfekt, dann habe ich jetzt einfach für diese Folge eine Möglichkeit, dich näher vorzustellen. Und jetzt würden wir weitergehen, indem ich dich darum bitten würde, ein Thema deiner Wahl als Impuls für diesen Vortrag zu bekommen. Welches Thema hast du dir denn überlegt? Also es geht um das Thema, über das du dann einen Kurzvortrag halten sollst. Ich habe mir folgendes Thema überlegt. Und zwar möchte ich, dass du dir über die Frage Gedanken machst, ob alte literarische Texte, also Texte, die nicht aus unserer Zeit, aus unserer Gegenwart stammen, in der Schule noch gelesen werden sollten. Und sollte das in einem bestimmten Alter Pflicht sein? Oder in welchem Kontext? Es geht ganz allgemein um den Lektürekanon von Schulen mit Blick auf das, was Schüler lernen sollen, vermittelt bekommen sollen in ihrer Schulzeit. Haben Texte beispielsweise von Goethe, Schiller noch Relevanz? Sollten sie noch gelesen werden oder sollte man sich lieber auf Gegenwartsliteratur beschränken? Und ja, warum? In Ordnung. Ich werde noch, da es immer wieder da
geführt wird auch einen Bezug nach dem Motto, ich kann dieses Goethe Schiller mit, was weiß ich, Quixote oder andere Mittel, oder andere, genau, Cervantes meine ich, oder andere mittelalterliche Werke vergleichen. Lass es mir kurz überlegen. Ja, in den nächsten Minuten will ich dieses Thema näher beleuchten. Inwieweit sollte mittelalterliche Literatur bzw. alte literarische Texte als Pflicht eingesehen werden? Diese Texte gehören zum Schulalltag, aber jetzt stellt sich die Frage, inwieweit das noch in der aktuellen Zeit das zeitgemäß wäre. Zuerst würde ich aber kurz den Aufbau des Vortrags skizzieren. Ich möchte näher eingehen auf meine persönliche Erfahrung mit alten literarischen Texten, sowohl in Spanien als auch in Deutschland. Was war für mich ein passender Zugang, damit ich mehr Interesse an diesen mittelalterlichen Werken hatte? Und werde ich noch mit aktuellen Beispielen referieren, inwieweit diese Vermittlung oder den Bezug zu diesem Text von 500, 600 Jahre könnten auch zu den Werten oder zu gewissen Kenntnissen von diesen neuen Generationen etwas näher beibringen. Jeder von uns kann sich daran erinnern, inwieweit diese Texte teilweise uns langatmig vorkamen. Immer, so habe ich die Erfahrung, waren die Literaturunterrichte in einer sehr ungünstigen Stunde, meistens nach der Mittagspause. Und dazu war, dass die Vertreter, also diesen Texte, meistens die Lehrer, waren Personen, die kurz vor der Rente standen oder die keine Motivation in diesem Fach gezeigt haben. Und mit diesem Hintergrund kann der Zuhörer verstehen, dass ich immer wieder, wenn ich Lust hatte auf diese Literaturstunden, sei es auf Katalan oder auf Spanisch. Hinterher ist aber in meinem Aufenthalt in Deutschland erschienen, dass durch diese Texte, wie zum Beispiel der Faust von Goethe oder etwas moderneren Text Fabian von Erik Kästner, könnte ich auch näher diese neue Gesellschaft, also die deutsche Gesellschaft, kennenlernen. Das hat mir auch so weit beigebracht, damit ich mich auch durch diese Konzepte oder durch die Theorie auch etwas freier bzw. mich best, die Handlungen hier besser nachvollziehen könnte. Es ist mir nicht so genau bewusst, wie das Schulsystem, also welchen Bezug hat die Literatur auf das deutsche Schulsystem. In Spanien war es eher durch Zwang, das heißt, man müsste bestimmte Kapitel lesen sollen. Man musste darüber entweder einen Vortrag halten oder oder Kommentare schreiben. Und dadurch ist wenig Lust entstanden. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass die Kollegen, die diese Abitur im sprachlichen Bereich gemacht hatten, haben freiwillig so einen literarischen Text ausgewählt. Die meisten haben sich einfach für die andere Möglichkeit entschieden. So war es in meinem Gymnasium, in meiner Mittelschule. Aber wenn ich zurück zu der Notwendigkeit von diesen Grundwerten eingehe, möchte ich betonen, dass die Märchen oder dass die Legenden sind nicht anders als Mundart von älteren Texten, die einfach anderweitig verpackt worden sind. Es könnte auch sein, dass Theaterstücke, Filme, Dokus könnten auch eine andere Betrachtung haben, die attraktiver für diese neue Generationen sind, aber dadurch man verpasst die Gelegenheit, dass man sieht, dass Themen, dass Konflikte bereits im Mittelalter vorhanden worden sind.
Und jetzt wollte ich das noch mit einem Beispiel betonen. Immer wieder schaue ich auf Netflix oder auf andere Streaming-Portalen eine Geschichte an, die auf wahre Begebenheiten basiert ist. Aber wenn man einfach merkt, wie Darsteller, wie die Sequenzen aufgebaut worden sind, man stellt sich sehr schnell vor, dass man in einer von Roman, die durch wöchentliche Erscheinungen, so war es so in dem 19. Jahrhundert, ist und dadurch sich wenig verändert hat, weil man bekommt diese Inhalte, also diese Grundkonflikte, eventuell oberflächlicher, als wenn man einfach in die reale Quelle kommt. Und als Beispiel könnte ich das sagen von meiner Heimat, diesen damaligen Skandal mit dieser Abgeordnete, mit Nevenka Lopez, mit Nevenka Fernandez und einfach ein Grundzug, beziehungsweise so eine verpasste Lehre von diesem damaligen Schriftstück, die Fuente Ovejuna heißt und ganz viel um dieses Thema die Justiz, inwieweit die Justiz die Bevölkerung sozusagen nicht überfordern kann, sondern inwieweit diese Justiz, diese Gesetze können die Bevölkerung beeinflussen. Und damit werden die wesentlichen Aspekte erläutert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen deinerseits zur Verfügung. Ja, du beschreibst im Grunde genommen eine doppelte Fremdheit, der man bei der Lektüre literarischer Texte begegnen kann. Und zwar zum einen der Fremdheit einer anderen Zeit und zum anderen der Fremdheit einer anderen Kultur. Und mich würde jetzt interessieren, was du beispielsweise über die Lektüre von Erich Kästner über Deutschland konkret gelernt hast. Über Fabian habe ich festgestellt, dass das deutsche Wesen oder die deutschen Personen sehr zurückgezogen sind, weil eine gewisse Schwierigkeit gibt oder eine gewisse Komplexität dadurch ergibt, einfach sich zum Beispiel emotionell zu äußern oder dass man einfach sich sehr eher näher oder langsam antastet, bis man sicher ist, wie zum Beispiel so in diesem Darsteller, was man will oder mit welchem Zweck man macht so diese Reise oder diese Handlung. Also ein bisschen hat mich schon etwas Neues beigebracht über diese so, dass die deutsche so Grundsätze waren schon immer vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und das hatte jetzt nicht mit meinem aktuellen, zum Beispiel Gegebenheiten oder mit meinem aktuellen Kontext zu tun, sondern dass das eher so Grundwerte, also diese Diskretion oder dieses Zurückhaltend sein, gehören sozusagen so gesichtlich zu einem gewissen Menschenbild. Gut. Du hast auch von einem spanischen Theaterstück aus dem 17. Jahrhundert gesprochen, Fuente Ovejuna, das auch noch für die spanische Gesellschaft der Gegenwart von gewisser Relevanz ist. Was kann man konkret lernen über Spanien? Welches Wissen, welche Erfahrungen können Schülern hierbei ja der Konfrontation von Gegenwartsproblemen von Nutzen sein? Ich würde sagen, dass diese Zornigkeit oder dieser Neid, die immer wieder in diesem Stück, in diesem Theaterstück vertreten ist, könnte einfach ein großes Beispiel führen, wie verschlossen auch die spanische Gesellschaft sein kann und inwieweit genau sind bestimmte Gesetze wenig verbindlich, wenn man vor allem so in kleinen Provinzen wie im Fall von diesem Theaterstück, irgendwas passiert, was eventuell gegen die Moral oder gegen eine gewisse Machtbeeinflussung zustande kommt. Also man könnte dadurch übergeordnete Ideen etwas realitätsnahe machen, Ja, realitätsnäher machen.
Und gleichzeitig lernt man auch sozusagen von den eigenen Kontexten oder eben auch von fremden Kontexten zu ja, abstrahieren und eben das verbindende Element zu finden. Ich hatte noch eine Frage, und zwar, kann man solche alten Texte, die eine andere Sprache aufweisen, einen anderen Sprachgebrauch aufweisen als die Gegenwartssprache, kann man solche Texte genießen? Ich würde sagen, das erfordert viel mehr Aufmerksamkeit und jetzt ist man nicht so richtig daran gewöhnt, also komplett fokussiert zu sein. Das passiert mir immer wieder, wenn ich zum Beispiel diese schriftliche Aufgabe mache, wo ich so eine Stunde lang alles ausschalten muss. Und daran muss ich zugeben, ich bin selbst nicht daran gewöhnt. Deswegen, wie können die Schüler so richtig darauf fokussiert sein? Aber einmal das gesagt. Ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Chance, sich auch so eventuell mit der Entwicklung, vor allem so in der Fremdsprache, mit der Entwicklung von dieser Fremdsprache konfrontieren. Also wenn ich dieses Buch lese, das war zufälligerweise so eine alte Fassung, da habe ich gesehen, es gab so irgendwie Elemente, das heißt, es ist Essay oder andere Begriffe, die nicht mehr so richtig in der, also in der Umgangssprache vorkommen. Und damit konnte ich für mich meine Schlüsse ziehen. Okay, das war damals so gesprochen, aber jetzt genau, dieser Weimarer Deutsch ist nicht mehr vertreten, aber das hat so eine gewisse Bedeutung, weil eventuell so diese Schriftart oder bestimmte Ausdrücke kann ich eventuell von Personen, die ich immer wieder auch beruflich begegne, die 70, 80 Jahre alt sind, besser nachvollziehen. Also ich habe also meine Nutzung gesehen. Auch so eine andere Erfahrung war, ich habe aus sozusagen Interesse, Neugier einen sehr alten Text gelesen. Also das war einem katalanischen Schriftsteller, Joanot Martorell, habe ich so eine alte Version von diesem Tirant lo Blanc gelesen, nachdem ich den Film von diesem Roman angeschaut habe. Also ich wollte tatsächlich für mich erfahren, wie diese Liebhaber so miteinander gesprochen haben. Und ich habe einfach so eine Version, die auf alten Katalanisch sozusagen geschrieben worden ist. Und das fand ich einfach richtig toll, aber ich konnte mich einfach besser reinversetzen, also in diesen ganzen Formalitäten, die sie miteinander auch im Film gesprochen haben. Ich konnte das einfach für mich besser rekonstruieren. Von daher, ich habe so in zwei so Co. Kodex, also in zwei Möglichkeiten auch einfach einen Vorteil dadurch gesehen. Mit diesem Vorbehalt, dass man viel mehr Zeit braucht, um diesen Text zu genießen. Wie ist das in deiner Erfahrung? In der Tat ist es bei der ersten Lektüre schwierig, einen älteren Text, dessen Sprache uns heute sehr komplex erscheint, zu genießen. Man ist doch dann zunächst damit beschäftigt, den Text überhaupt zu verstehen. Allerdings, wenn man sich dann einmal durch einen solchen Text gekämpft hat und ihn noch einmal liest, dann kann man anfangen, ja, ihn wirklich auch zu schätzen und ihm etwas Schönes abzugewinnen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Schelmenroman, einen spanischen Schelmenroman, den ich einmal gelesen habe aus dem 17. Jahrhundert. Und die erste Lektüre war sehr anstrengend, mühsam. Ich musste viel mit dem Wörterbuch arbeiten, musste mir die syntaktischen Strukturen erschließen. Und als ich ja diese Herausforderung dann gemeistert hatte, habe ich mich entschlossen, den Text noch einmal zu lesen. Und dann konnte ich, ja, hat sich sozusagen auch mir seine Schönheit offenbart. Das heißt, das hat sich auch dich dazu gebracht, vielleicht auch mehr ja, einen anderen Bezug, ne, zu dieser Sprache zu bekommen, in diesem Fall zu Spanisch. Ganz genau, also Nach dieser Mühe, also nach dieser so Anstrengung, ne, weil das hört sich schon anstrengend sein, einen Text von dem 17. Jahrhundert so zu lesen, aber danach könntest du einfach, war es für dich so eine gewisse Anerkennung da, so war es für mich, und dazu könntest du das auch besser vermitteln, wenn das vielleicht in deinem beruflichen Alltag auch Thema ist.
Ja, also im Grunde genommen erschließen sich einem viele neue Felder. Natürlich ist es ein persönlicher Kampf, den man austrägt. Man will eine bestimmte Herausforderung meistern. Und darüber hinaus, ja, erwirbt man neue Kenntnisse, macht neue Erfahrungen und vor allem das Wichtigste, es erschließen sich einem neue Horizonte. Ja, wie war diese Welt des 17. Jahrhunderts? Wie mag es in Spanien gewesen sein, vor mehr als 300 Jahren? Und das kann auch sogar Spaß machen, kann man nicht ausschließen. Aber wir sind nicht hier zum Spaß, weil wir müssen immer wieder diese Prüfung simulieren. Und jetzt sollten wir einen Tapetenwechsel machen. Und jetzt wäre so die Einladung, dass du einfach ein anderes Thema vorstellst, am besten so mit einer Art von Ausführung oder Statement. Und dann müsste ich die gegen teilige Position vertreten, unabhängig davon, ob das meine eigene oder nicht ist, auch in deinem Fall. Und das sollten wir auch so für circa 7 Minuten machen. Gut, ja, ich versuche einen sanften Übergang herzustellen. Und zwar eine literarische Gattung, die besonders beliebt ist bei Lesern, auch heutzutage noch, sind sogenannte Utopien oder Dystopien. Gerade werden sie wieder vermehrt gelesen angesichts der Corona-Pandemie und der Frage, was der Staat darf, inwieweit der Staat in unsere Freiheiten eingreifen darf. Und ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, und ich würde mich gerne genau über diese Frage mit dir unterhalten, und zwar speziell mit Blick auf das Thema Datenschutz, das ja in Deutschland gerade sehr stark oder in letzter Zeit sehr stark für Debatten gesorgt hat. Wie viele Informationen sollen wir gegenüber dem Staat freigeben? Zugespitzt könnte man formulieren, und das wäre dann zugleich die These, die ich vertreten möchte, um wieder Freiheiten zu erlangen angesichts dieser Pandemie. Angesichts der Situation, in der wir uns befinden, müssen wir einen Teil unserer Freiheiten abgeben, und zwar indem wir eine stärkere Überwachung seitens des Staates zulassen, zum Beispiel in Form einer App, mit der man zurückverfolgen kann, wo wir uns aufgehalten haben, um auf diese Weise beispielsweise Corona-Ausbrüche, Hotspots zurückverfolgen zu können. Ich verstehe schon deine Sorge und der Punkt, dass man einfach die Gesundheit als übergeordnetes Ziel stellen muss. Aber da wurde es immer auf die Eigenverantwortung gesetzt. Das sagen auch politische Parteien wie die Piraten, denn sie plädieren, dass warum sollte sich der Staat einmischen oder warum sollte man irgendwie immer das Gefühl haben, dass man etwas vergibt. Ich bin der Eindruck, was die Gesellschaft einfach es bei Bewusstsein ist, dass diese Kontakteinschränkungen oder dass diese ACHA-Regel, dass diese Maßnahmeeinhaltung notwendig ist. Kann man das so umsetzen? Also es ist schon auch wochenlang geschehen, sei es in meiner Heimat oder hier, dass man sich an diese Regel gehalten hat und monatelang keine Erhöhung oder zu keinem Anstieg der Inzidenz geführt hat. Aus meiner Sicht ist diese Argumentation einfach eine Hintertür, damit nicht nur die Unternehmen, wie zum Beispiel das Unternehmen, das wir jetzt für diese Konferenz nutzen, unsere Daten, unser Gespräch zuhören oder für irgendeine Werbung Zwecke nutzen, sondern auch, dass der Staat sich in unserem Alltag einmischt. Was sagst du dazu? Die Sorge ist natürlich berechtigt, und ich teile diese Sorge sogar. Ich denke, dass man in so einer Situation Gesetze so
schreiben muss, dass sie nur für einen bestimmten Zeitraum gelten. Ich sehe jetzt nur, dass wir seit Monaten vor verschlossenen Cafés, vor verschlossenen Restaurants, vor verschlossenen Geschäften stehen. Und ich denke, dass man sich die Situation ersparen könnte, wenn man eine verpflichtende Nachverfolgungs-App oder Tracking-App einführen würde. Und meine Behauptung ist, dass wir, indem wir mit Blick auf den Datenschutz Freiheiten abgeben, neue Freiheiten oder besser gesagt alte Freiheiten zurückerlangen. Wie gesagt, für einen bestimmten Zeitraum, für die Zeit der Pandemie. Leider ist diese Beschränkung, das hat man auch in anderen Ländern wie in Frankreich oder in Portugal, haben sich nicht als effizient erwiesen. Also das heißt, ganz viele Gesetze wurden aufgehoben und so wie in Deutschland wurde eine Art von durch das Infektionsschutzgesetz wurde alles sozusagen zentral geregelt und trotz dieser Vorschriften hat es nicht zu einer so Verbesserung der Lage geführt. Und aus dem Hintergrund, da auch nicht mit einem kurzen Dauer auszugehen ist, man davon war die Sprache letztes Jahr, dass die Impfung kommt. Dieses Jahr geht es darum, dass jetzt so Mutationen sich entwickeln. Was kann es dann nächstes Jahr noch geschehen? Von daher, ich kann es nicht mit einer begrenzten Entwicklung abhängig machen, wenn ich nicht so richtig weiß, womit wir uns jetzt konfrontieren. Und für mich, Datenschutz gehört auch zu einem übergeordneten Recht. Es mag sein, dass das nicht in der Verfassung explizit steht, steht ja so, dass mit der Bewegung, mit der Würde, mit dem Recht auf eine Wohnung, aber in der aktuellen Zeit, wo, wie du im Vorfeld der Diskussion meintest, wo in dem wir immer wieder so mit Online-Technologien uns wir wenden das tagtäglich an, sollte es noch uns erspart sein, dass wir davon preisgeben und wir einfach von bestimmten Behörden auch überwacht werden sollten. Zuletzt ist auch fraglich, welche Vertrauenswürdigkeit, wenn ich jetzt an den letzten Umfragen über die deutsche Politik denke, wie kann ich mich darauf einlassen, dass diese Datenschutzbeauftragte auch nicht mit irgendeinem Unternehmen verwickelt ist? Deswegen bin ich ein bisschen der Meinung, dass man musste das noch aufbewahren und sich nicht auf ein fragwürdiges App einlassen. Aber ist es nicht so, dass wir schon längst viele unserer Daten preisgeben, ohne uns darüber Gedanken zu machen? Bei jeder Suche, die wir auf Google machen, beispielsweise geben wir unfreiwillig, ohne uns Gedanken darüber zu machen, Datenpreis. Wenn wir im vergangenen Sommer ins Café, ins Restaurant gegangen sind, haben wir unsere Adressen, unsere Kontaktdaten dem jeweiligen Restaurant, in dem jeweiligen Café hinterlassen. Also machen wir uns nicht Gedanken über eine Frage, die schon längst beantwortet ist. Das heißt, aus deiner Sicht, es gibt sowieso keinen Ausweg. Also man kann nur in einem überwachten Staat leben, aber jetzt sollten wir irgendwie noch freiwillig das irgendwie mitbestimmen. Ganz genau. Also ich denke, dass die Aufgabe von Politik in dieser Zeit tatsächlich ist, eine Debatte darüber zu eröffnen, wie wir mit unseren Daten in der Zukunft umgehen wollen. Ich denke, das ist eine der großen Fragen dieses Zeitalters der Technologie, wie man mit den Daten verfahren kann, wo Grenzen gesetzt werden sollen, denn es gibt unterschiedliche Modelle. Wenn man nach China beispielsweise schaut, stellt man fest, dass dort die Überwachung durch den technologischen Fortschritt immer stärker zunimmt. Und ich denke, dass wir
uns dieser Entwicklung nicht vollends verschließen können, aber wir können sie anders gestalten. Und deswegen ist meines Erachtens eine Debatte darüber notwendig. Und genau auf diesen Punkt möchte ich näher eingehen. Du hast das gesagt, dass eigentlich die Technologiemeister kommen aus dem Ausland. Und deswegen, sie könnten auch dieses App, diese Technologie auch hacken und entsprechend für andere Zwecke manipulieren. Und das erzeugt bei mir eher Misstrauen in solchen telematischen Prozessen, die von einem Staat, die nicht so richtig vorgeschritten ist. Deutschland ist nicht so ein sozusagen digitalisiertes Land. Und von daher habe ich Zweifel, wie könnte es funktionieren. Aber wäre es ein Kompromiss für dich, wenn wir sozusagen auf eine freiwillige Basis dieses App einführen könnten, damit, wie du meintest, bestimmte Orte, wo häufiger so eingetreten werden, ich rede jetzt von Schule, von Krankenhäusern, von Gebäuden der öffentlichen Verwaltung, auch besser nachvollziehen werden kann, wo, wann ein Ausbruch zustande gekommen ist. Ja, diese Option hat es ja bereits gegeben mit der ersten Tracking-App, die man sich als Bürger freiwillig herunterladen konnte, und letztlich ist diese App gescheitert. Also ich kenne mittlerweile niemanden mehr, der darauf noch zurückgreift. Von daher muss meines Erachtens neu darüber nachgedacht werden, ob es nicht, wie gesagt, für einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit gibt oder geben sollte, diese App verpflichtend zu machen, damit wir eben, ich will es noch einmal sagen, wieder mehr Freiheiten genießen können. Aber für eine so einschneidende Maßnahme wäre es aus meiner Sicht eine Volksabstimmung notwendig. Weil, wie du meinst, das ergibt einfach, dass das wird einfach eine Ausnahme in dieser, ja, in diesem Grundgesetz. Damit machst du jetzt ein ganz neues Fass auf. Also über die Frage, inwiefern Volksabstimmungen sinnvoll sind, zumal in Pandemiezeiten, müsste man eigentlich noch einmal gesondert debattieren. Ich denke, dass ein Austausch, ein Meinungsaustausch über dieses Thema auch in den Parlamenten, also vor allem in den Parlamenten stattfinden sollte und von den unterschiedlichen Parteien, Fraktionen beantwortet werden sollte. Wir werden schauen, wie die Zukunft weitergeht, unabhängig von Datenschutzverstoß. Das wäre eine übliche Diskussion, weil sie werden immer wieder die Lehrer oder die Prüfer mit solchen Themen eine Diskussion anregen, also mit aktuellen Themen. Und das tatsächlich einfach ein gehört zur Gegenwart. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du diese beiden Themen, Thesen eingebracht hast. Ich hoffe, ich hätte dann in dieser Situation real auch die Prüfung bestanden. Leider, du bist Muttersprachler genug, um so eine Prüfung mitzumachen. Aber vielleicht finde ich auch in der nächsten Gelegenheit, auch, also in der realen Gelegenheit, auch einen angenehmen Gesprächspartner. Hat mich sehr gefreut für deine Teilnahme und bis zur nächsten Folge. Weitere Folgen findet ihr in der Webseite von redcircle.com sowie in deinem Lieblingssozialen Netzwerk. Der deutschen Sprache.